Willkommen zurück beim Bausimulator in der zweiten Folge. Wir sind hier in der Einführung noch. Springen jetzt hier in den Steel Gabelstapler und müssen eine Palette mit Kabel, mit Rohren uns jetzt hier organisieren. Also ich sehe hier nichts. Doch. Das hat ja relativ gut geklappt, ne? Wenn man jetzt mal überlegt. Oh, das war zu hoch. Ach, scheiße. Ja, man sieht, ein Profi ist am Werk. Sieht man direkt. Kacke, ey. So, zack, Ladung gesichert und hoch. So, schmeißt der Prof jetzt hier. Ist das so richtig? Kann halt passen. So, runter damit. So. Gabelstapler stellen wir hier hin. Jetzt stechen wir uns hier noch in der Gabel auf. Hallo. So, hast du die Ladung gesichert? Ansonsten stell dich neben den Fritschwagen zuhöre die Palette fest. Dann bring die Palette zur Baustelle. Okay, also das müssen wir noch machen. Ladung befestigen. Ja. Das sieht auf jeden Fall sicher aus. Ja. Dann würde ich sagen, geht's hier wieder los und wir fahren wieder zur Baustelle. Wie uns der liebe Harpe es befohlen hat. So, kommt hier ein Auto? Nein, es kommt keins. Wir fahren. Und dann bin ich mal gespannt, weil eigentlich müssen wir noch aus der letzten Folge haben wir ja gebaggert und dann müssen wir eigentlich noch den Rest ausheben. Ansonsten bringt halt ja irgendwie nicht so viel. Aber da bist du ja wieder. Stell den Pritschenwagen hier irgendwo ab, entsichere die Ladung und dann komm mal halt zu mir. Ja, lösen. So, da bin ich wieder. Das hat ja super geklappt. Jetzt müssen wir nur noch abladen. Verlegen können wir die Dinger dann von Hand. Die ganze Palette ist aber ein bisschen schwer zum Runterheben, oder? Mein armer Rücken. Keine Angst, zum Abladen benutzen wir den Bagger. Vorne an der Schaufel ist ein Haken, mit dem wir die Palette abladen. Setz dich mal in den Bagger und beweg den Löffel über die Palette. Dann kannst du die Palette anhaken. Auf geht's, versuch's mal. Na gut, ich versuch's mal. Mit dem Bagger habe ich ja schon Erfahrung. Ja, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir das Ganze hier verwendet. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das so gut hinkriegen oder ob es wieder so, jetzt müssen wir wieder in den Fahrmodus. So, wo kann man das jetzt machen hier? Okay, Space anhaken. Lade die Pylonen zwischen, lade die Palette zwischen die Pylonen ab. Gut. Oh.
Ja. Super, komm mal her zu mir, dann erkläre ich dir, wie es weitergeht. Zack. Wo ist er? Da. Lief doch prima, die Rohre sind abgeladen und die Jungs können jetzt hier weitermachen, während die Fahrzeuge zurück zum Firmengelände bringen. Während ich die Fahrzeuge zurück zum Firmengelände bringe, wäre es gut, wenn du dir in der Zwischenzeit den Schuttcontainer da drüben zum Kies wegbringst. Jo. Aber dafür brauche ich den grünen Absetzkipper, oder? Ja, der steht bei uns auf dem Firmengelände. Wenn du keine Lust hast, über rüber zu laufen, kannst du dir auch ein Taxi nehmen. Verwende dazu den Kopf mit dem LKW oben links. Wähle dann das entsprechende Fahrzeug aus. Das bringt dich direkt dahin. Okay, wird gemacht. Wenn du den Container abgeliefert hast, dann treffen wir uns auf dem Firmengelände. Also dann mal los. Bis gleich. Also, Absetzkipper, wir sind natürlich faul. Wir switchen direkt hier hin. Bringe den Absetzkipper, und ich bin hier auf der Baustelle, bringe ihn zum Kieswerk. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir hier abbiegen. So, es ist hier rot. Super. Also der Verkehr gefällt mir hier ganz gut. Muss man ja mal sagen. Und auch hier so, die gesamte Ortschaft gefällt mir ganz gut. Aber es ist ja eine richtig große Karte. Da gibt es ja noch einiges zu entdecken. Da bist du ja. Ich parke den Absetzkicker schnell an. Aha. So geht das also. Anhaken, Space. Sehr gut, jetzt fahr den Container zum Kies weg. Ich habe das Ziel auf der Karte markiert. What? Macht der denn hier für eine Scheiße? Okay. Also, packen wir's. Ab zum Kiesweg. Jetzt entdecken wir mal ein bisschen die, was von der Karte. Sehen wir mal jetzt hier. Uah. So, wir sind natürlich viel schneller wie der. Oder doch nicht? Jetzt mal gucken, ob wir hier aus dem Ding rausholen können. Ja, habe ich doch gesagt, wir sind schneller wie der. Oh. So, hier müssen wir vorne links abbiegen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas wie Blinker gibt. Keine Ahnung. Also hier die Landschaft sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Da kann man wirklich nicht meckern. Da hat das Entwicklerstudio Weltenbauer richtig was geliefert und ich fahre hier irgendwie gerade die ganzen Begrenzungen ab. So, und ich glaube, hier vorne ist nämlich auch schon das Kieswerk. Was steht denn hier für ein Tünnes? Müssen wir den fragen? Hallo, müssen wir den irgendwas fragen? Nö, müssen wir nicht, fahren wir rein. Steht ein Container hier rechts an der. Ja.
So. Okay. Sehr gut, fahr den Ausleger wieder ein und komm zurück zum Firmengelände. Wenn du keine Lust hast, selber zu fahren, wenn wir die Transportfunktion liefern lassen. Probier's mal aus und lass jetzt den Abschleppskipper zum Firmengelände liefern. Naja, okay. Wenn du meinst. Da bin ich. Da bist du ja, stell das Fahrzeug ab und komm mal rüber zu mir. Hallo Harpe, da bin ich wieder. Ganz schön anstrengend, so ein Tag auf dem Bau. Oh Mann, dabei hast du ja erst die ersten Maschinen kennengelernt, aber ich denke, die Grundlagen hast du jetzt drauf. Das heißt, ab jetzt kannst du die selbstständigen Aufträge durchführen und anfangen, Geld zu verdienen, damit du das Unternehmen ausbauen kannst. Na dann, geht's ja jetzt richtig los. Ich freue mich drauf. Denk dran, wenn du da einen attraktiven Auftrag hast, dann werden die Aufgaben rechts aufgelistet. Wenn du die einzelnen Aufgaben anklickst, dann sage ich dir noch mal kurz, was zu tun ist. Oder du schaust ins Auftragsmenü und informierst dich dort. Von Zeit zu Zeit melde ich mich bei dir und weise dich auf Neuigkeiten oder interessante Entwicklungen hin. Ich habe noch was zu erledigen. Wir sehen uns später. Dann mache ich mich mal an die Arbeit und schaue gleich mal im Menü nach neuen Aufgaben. Okay, Auftragsabrechnung. Die erste Aufgabe. Ich habe 5.350 Euro verdient und 100 EP. Unerfahrener Ausbilder freigeschaltet, neuer Bereich, Dorf. Joa, läuft doch. Jetzt haben wir hier unseren neuen Bauhof. Und wir gucken jetzt mal hier oben uns das Menü erstmal an. Also Karte, da können wir uns die komplette Map ansehen. Und man sieht hier, es gibt hier einige Möglichkeiten und verschiedenste Sachen mit Bahnhof, Fahrzeughändler. Fertig, Wandfabrik, Firmengelände, noch, also für in Fuchsberg einst, Stahlwerk, Hafen, Sägewerk. Also hier gibt es so einige Sachen, was man hier noch sehen kann. Und dann gibt es Aufträge, Sonderaufträge kann man aktuell noch nicht machen. Nur Ausschreibungen gibt es hier verschiedene. Containertransport, Ausbau in Einfamilienhaus. Und Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachboden. Dann kann man sich hier die Finanzen, Fuhrpark, Personal und das Warenlager angucken. Das Profil. Ja, man kann, wie gesagt, auch einen Multiplayer machen. Von daher, ihr könnt euch gerne bei mir melden, wenn ihr wenn ihr mit mir zusammen das Ganze mal zocken wollt, könnt ihr euch in die Kommentare oder auch private Nachricht oder auch per Facebook bei mir melden. Und dann können wir mal zusammen eine Runde zocken und dann kann ich das auch aufnehmen. Machen wir ein kleines Together oder so. Keine Ahnung, könnt ihr euch melden, wenn ihr Lust habt im Multiplayer vom Bausimulator. Ja, Gameplay kann man hier einstellen. Die Grafik kann man hier einstellen. Audio, Tastenbelegung, die Credits kann man angucken. Also, der hat gesagt, wir sollen einen Auftrag annehmen, dann machen wir das doch. Am meisten kriegen wir beim dem hier. Besorge viermal kleines. Ja, da ist halt so ein Transportgedöns, aber das können wir ja machen. Da würde ich sagen, machen wir das jetzt noch schnell. Besorge viermal kleine Ziegelsteine von einem Baustoffhändler und transportiere die Ladung zur Baustelle. Wenn wir nehmen mal den Pritschenwagen wieder. Oder müssen wir wieder zu dem Baustoffhändler? Aber der war ja direkt da hinten. Ach, da steht ja noch der Gabelstapler. Also viermal kleine. Oder warte mal, was braucht man jetzt? Kleine Ziegelsteine aus Ton, 4 Stück einkaufen. Okay,
Okay, dann würde ich sagen, mach mal das jetzt noch und dann ist die Folge zu Ende. Dann seht ihr in der dritten Folge, wie es weitergeht. Machen wir noch gerade das Verladen hier. So. Kann ich schön springen. Hüpf, hüpf. Zack, in den Gabelstapler. Und dann gucken wir mal, dass wir uns hier so ein Ding aufgabeln. Die Kamera will ich. Genau, da kann man das nämlich am besten sehen. So. Ladung gesichert. Okay, dann geht's auf zum LKW. Rauf auf den Pritschenwagen. Also hier haben wir echt alles drin. Hier haben wir auch noch einen Gabelstapler-Simulator mit drin. Also hier geht richtig was. Ladung gesichert. Huch. Oh wei. Drehen wir uns richtig im Kreis. Oh. Oh wei. Tja. Ein bisschen zu ruppig, würde ich sagen. Scheiße, ey, jetzt liegt das da. Na toll. Müssen wir das jetzt hier hinlegen, bringt ja nichts. Und dann kommt das andere gleich noch auf die andere Seite. Ah, das wird ja das Entladen dann lustig. Nee, nee, nee. Das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Aber mein Gott, fürs erste Mal passt. Der Ladung gesichert. Das sieht mir hier ziemlich wackelig aus. So. Also. Den Park immer wieder hier. Und dann ab auf die. Auf den Truck. Die Dinger mal hochgefahren. Und dann geht's zurück zur Baustelle. Mit den Ziegelsteinen hinten drauf.
So, aber das ist... Ja, bleib mal stehen hier. Genau. Das ist nicht mehr die Baustelle von vorhin. Aber ist ja auch ein wenig logisch. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, das kannst du aber so nicht bringen. Hier komme ich ja nie im Leben da durch. Da muss ich hier vorne reinfahren. Oh, da ist ein Auto weggebuggt. Also der erste Bug in diesem Spiel erfolgreich gefunden. Hier fahren wir rein, genau so. So muss das. Okay, ja, ich würde sagen, wir stellen den jetzt erstmal. Aber auch schön mit den Radspuren, wie beim Landwirtschaftssimulator. Ja, ich würde sagen, wir stellen jetzt erstmal hier so hin. Denn wir sind am Ende dieser Folge. Wir laufen mal gerade zum Bahnhof, springend. Also mir macht es bis jetzt auf jeden Fall richtig Spaß. Interessantes Game. Und mal sehen, was die nächsten Folgen so bringen werden. Und ja, wird auf jeden Fall weiter interessant. Und ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet und auch was ihr besser findet. Ob ihr den Landwirtschaftssimulator oder hier den Bausimulator interessanter findet. Denn ich werde mich höchstwahrscheinlich dann von einem der beiden Spiele trennen. Werde dann noch ein paar Folgen machen und werde mich dann aber von einem der Spiele trennen. Da ja jetzt demnächst auch andere Spiele noch kommen, die ich auch zeigen will. Und das wird dann sonst einfach zu viel. Von daher müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben. Und ansonsten mache ich es an die Klickzahlen einfach aus, was mehr geguckt wird. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag noch. Macht es gut hier aus der zweiten Folge des Bausimulators 2015. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Macht's gut, bis dann und tschüss. Mach es an die Klickzahlen einfach aus, was mehr geguckt wird. Und,